Im Teilprojekt Forschung in Museen erklären, verstehen, mitmachen haben wir vielfältige Ergebnisse erzielt. Zum Beispiel haben wir unzugängliche Lebensräume für Besucher und Besucherinnen hautnah erlebbar gemacht. Als Teil unserer neuen Wanderausstellung Grundwasser lebt, entstand eine immersive Anwendung. Bei einer virtuellen U-Boot-Fahrt bewegen sich die BesucherInnen durch die dunkle Welt eines Grundwasserleiters. Hier begegnen sie den dort lebenden skurrilen und unbekannten Bewohnern. Damit verknüpft ist ein innovatives volumetrisches Display, mit dem Hologramme von Grundwassertieren näher betrachtet werden können. Sie wurden in enger Zusammenarbeit zwischen Gestaltern und WissenschaftlerInnen in 3D modelliert und animiert. Die Ausstellungen unseres Museums sind nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Mit unserer neuen interaktiven Dauerausstellung Senckenberg Backstage ermöglichen wir den Blick hinter die Kulissen unseres Forschungsmuseums. Mit einer multimedialen Rauminstallation öffnen wir virtuell unsere Sammlungen und geben Einblick in die Arbeit am Museum. Mitmachen bei der Forschung im Museum, das geht mit dem Portal Bodentierhof 4. Das Citizen Science Projekt bietet eine Website und App zum Erleben, Erkennen, Erfassen, Erforschen von Bodentieren. Mit dem reich bebilderten und interaktiven Bestimmungsschlüssel gelangen auch Laien schnell zu einem Ergebnis. Nach erfolgreicher Bestimmung können die Funde über das Portal an eine Forschungsdatenbank übermittelt werden. Ein einfacher Schritt für alle, aktiv an der Erforschung von Bodentieren mitzuwirken. In der ersten Phase unseres Teilprojekts haben wir spannende, innovative digitale Formate entwickelt. Diese passen wir jetzt an für die speziellen Bedürfnisse anderer Einrichtungen, um die Nachnutzung zu verbessern. Auf der anderen Seite haben wir geschaut, was haben die anderen Projektpartner entwickelt und was müssen wir machen, um deren Ergebnisse in Naturkundemuseen einzusetzen und entsprechend zu transformieren. Bei der Entwicklung und Weiterentwicklung unserer Anwendungen haben wir wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen. Neben den Codes unserer Prototypen, Evaluationsergebnissen und Leitfäden wollen wir auch diesen Wissensschatz mit Ihnen teilen. Wir freuen uns sehr, mit zukünftigen NachnutzerInnen in den Austausch zu treten.